Hey, nicht ausschalten, nur weil du mich siehst. So Leute, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen, andere Kamerapositionen zumindest. Und ich halte die auch gerade wieder eklig in der Hand. Ich habe kein Mikro angeschnallt. Ich bin super im Stress, habe kaum Zeit. Aber ich wollte eine kleine Challenge machen mit zwei, drei Freunden, guten Bekannten, YouTube-Kollegen, wie auch immer man sie nennen möchte. Und deswegen haben wir mit Tim Soart, ich glaube Max hat von Eternal Battleground hat auch mitgemacht und natürlich der gute Ultima Doktor Alzheimer Professor. Wir haben uns gedacht, wir packen mal die Pre-Releases, die wir auspacken, vor der Kamera aus und zeigen mal, was wir so drin hatten. Und das tue ich jetzt. Nachdem ich, ihr seht das schon, so meinen Rechner aufgebaut habe. Das ist ein neuer kleiner Rechner. Und ich hoffe, damit kann ich endlich rendern. Und ja, dementsprechend hoffe ich, dass das jetzt besser läuft oder ich wieder generell mehr rendern kann. Dementsprechend guckt bei den Jungs vorbei, nachdem ihr mein Video geguckt habt. Und mal gucken, wer gewonnen hat. Mal gucken, wer den meisten Value rauskommt. Es kann sein, dass die Videos von den anderen Jungs ein bisschen später kommen oder schon draußen sind. Ihr habt in der Videobeschreibung auf jeden Fall die Verlinkung zu den Kanälen. Guckt dort mal hin. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr die auch liebend gerne abonnieren und wirklich angucken, was die Leute so machen. Super nette Leute, super liebe Leute, super, super, super Leute. Und bevor ich mich jetzt weiter verlabere, auf zum Pre-Release-Kit. Ja, und hier sind wir, nachdem gerade ja schon erklärt wurde, wer alles mitmacht und wen wir alles schlagen müssen, gucken wir uns jetzt mal unser Kaltheim Pre-Release Pad Pack. Pad Pack ist kein Pad, ist ein Pack, steht drauf, an. Leider sind es deutsche Karten. Ich finde es immer noch schade, dass Pre-Release es nicht in Englisch gibt. Aber Pre-Release ist ja für Casual-Leute und die Leute sollen Spaß dran haben, damit spielen und ich werde daran Spaß haben, damit auch noch spielen. Ich werde euch nicht in den Deckbau mit einbeziehen oder mit dem, wie ich damit spiele. Ich mache das jetzt erstmal vor der Kamera auf, habe das mit meinen Spielern abgeklärt, das ist okay für die, eben weil, habt ihr schon gehört, ich eben diese kleine Challenge mache und diese Herausforderung unbedingt gewinnen will. Ich weiß zwar noch nicht mehr, was es zu gewinnen gibt, ob es was zu gewinnen gibt, aber ich will was gewinnen. Wenn es Ruhm und Ehre sind. Ruhm und Ehre. So, in Kaltheim. Ich bin begeistert. Ich trauere, oh mein Gott, das ist hübsch. Ich trauere ja dem ganzen Pre-Release sehr nach, weil ich würde die gerne Metal-Pre-Release machen. Wir machen so ein kleines Spiel unter Freunden auf einem Discord und mal gucken, was das gibt. Und ja, dabei werde ich Metal hören. Hundertprozentig werde ich dabei Metal hören. So, wir haben einen blauen Würfel. Wir haben unsere, was bist du? Du denn? Unsere Promo, oh mein Gott, die glitzert ja richtig heftig. Das Foiling ist ja mal krass an dem Set. Kosmos, Streitross, 4 Mana mit Aufblitzen, Fliegen, 3-3. Diese Fortell-Ding. Vorherbestimmen einer Karte aus deiner Hand kostet 1 weniger und kann im Zug eines beliebigen Spielers erfolgen. Das heißt, wir können einfach sagen, End of Turn vom Gegner. Set 5, wir sind dran, unsere Karten sind günstiger. Oh mein Gott, wie gut. Und das Ding hat selber noch vorherbestimmt. Also Vorteil, um noch zu sein. Hammer. Hammerkarte. Ich habe mir das blau-weiße Commander-Deck hierfür geholt. Ich weiß noch nicht, ob ich es bauen werde. Ich werde es auf jeden Fall mal zeigen. Und ja, da passt das, glaube ich, ganz cool rein. Dann haben wir einen Pre-Release-Code. Dann haben wir, was ist das? Mein Gott, sie haben sich so viel Mühe gegeben. Wir haben auch in dem Local Game Store von mir haben wir auch so ein richtiges Poster bekommen dafür. Also man kann sagen, was man will, aber für Kaltheim haben die sich unendlich Mühe gegeben. Selbst Hidders kleine Ding ist hübsch. Also für mich. Das ist eine Erklärung, wie man das aufbaut. Ja. So, dann haben wir Kartentrenner. Und unsere 6 Packs. Das sind Draft Booster. Ich weiß immer noch nicht, warum im Pre-Release-Kit Draft Booster drin sind und keine Set Booster. Gerade jetzt, wo es die auf Deutsch gibt. Weil man draftet nicht damit. Man sealed deckt damit. Dann könnte man auch einfach 7 Set Booster reintun. Oder 6. Aber dann wird der Preis wahrscheinlich hochtreiben. Ja, egal. Hier nochmal Kosmos-Streit raus. Ich
habe große Hoffnung auf das Ding. Große Hoffnung. Gucken wir uns unsere Booster an. Unser Booster Nummer 1. Ich weiß gar nicht, wie die aufgebaut sind. Also doch, weiß ich, stimmt. Ich habe ja Draft-Booster aufgemacht. Aber ich weiß noch nicht, wie die aufgebaut sind. Wir haben Schlangenfutter. 4 Mana Spontanzauber, man zerstört eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Spontanzauber. Das war mal rare und hat 2 Leben gekostet. Gar nicht so lange her. X-Alan, glaube ich. Aber X-Alan auch schon ziemlich lange her ist. Egal. Da war das rare. Und war teuer. Meister Skaldin. Zwergkrieger. 5 Mana, 4-4. Wenn er ins Spielfeld kommt, können wir eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof ins Exil schicken. Falls wir das tun, bringen einen Artefakt oder so. Okay. Ich mache das, wie ich das jedes Mal bei den Pre-Release-Kits mache. Ich werde die Commons zwar mal kurz überfliegen, ob ich was Cooles finde, wie zum Beispiel annullieren. Werde das kurz erwähnen und werde dann zu den Uncommons und Rares gehen. Wir haben Borealis Vorreiterin. 3 Mana, 3-2. Und immer wenn du einen Zauberspruch wirkst und falls Snow Mana bezahlt wurde, um die Farben auszugeben, also um diese Farben auszugeben, kommt diese Kreatur mit einer +1/+1 mal drauf. Nicht schlecht. Also die andere Kreatur. Zwergenhammer. 3 Mana Ausrüstung und wenn ihr ins Spiel kommt, könnt ihr 2 Mana bezahlen und kriegt einen Berserker-Token. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +3/+0 und Trampelschaden. Das ist cool. Was bist du denn? Es kommt getappt ins Spiel, erzeuge grün und für 2 farblose, 2 schwarze, ein grünes Tappen opfern, kriegt eine Kreatur eurer Wahl, eine Kreatur mindestens eines Zeugs und eines Zuges und man kriegt 2 Elfen. Das ist cool. Ah, okay, ja. Da macht es wieder kaputt. Kann man nur wie eine Hexerei wirken. Und unsere Rare ist blutiger Schnee. Okay. 6 Mana verschneite Hexerei. Das sieht hübsch aus. Zerstöre alle Kreaturen. Zerstöre alle Planeswalker. Das ist eins von beiden, können wir aussuchen. Bringe dann eine Kreatur oder einen Planeswalker im ungewandelten Mana-Kosten von X oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Wobei X ist gleich der Anzahl an Snowman. Das heißt, wir können einen bis zu 6 Mana wieder aus dem Friedhof holen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und wir haben einen verschneiten Wald. Und hier, dazu muss ich euch noch was sagen. Und zwar hier unten steht eine Nummer drin, 5 von 9. Das heißt, das hier ist 1, 2, 3, 4, 5, genau das Centerpiece. Diese Teile sind genau wie bei Zendikar Rising, ergeben die ein Bild. Wenn ihr die in eine normale 3x3 Ordnerseite reintut, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ergeben die im Hintergrund ein Bild. Das machen die von Zendikar Rising auch, das weiß nur gefühlt niemand. So, unser erstes Booster ist halt der blutige Schnee. Keine Ahnung, wie gut er ist. Ihr werdet es gesehen haben. Beziehungsweise ich werde es am Ende einfach in eine lange Liste einpflegen und werde dann ein Endergebnis haben. Jetzt spult ihr natürlich alle weg. Aber das ist nicht mein Problem. Ich gucke mir weiter meine coolen Karten an. Eisernes Urteil. Die Artworks, der ganze Aufmach. Ich finde das Set sowas von geil. Ah, verwitterter Runenstein, gute Karte. 2 Mana, bleibende Karte, die keine Länder senden können, aus Friedhöfen oder Bibliothek nicht ins Spiel kommen. Und ihr könnt keine Zaubersprüche aus Friedhöfen oder Bibliotheken wirken. Ihr könnt damit Urus und Okus abschalten. Gott sei Dank Urus abschalten. Standardleute haben nämlich nicht so das Problem, aber andere Formate schon. Und dadurch, dass er 2 Mana kostet, könnt ihr den, zumindest in meinem Fall, durch einen Shadows of the Void casten. Das bedeutet, die Karte werde ich spielen. Hier haben wir wieder so einen Schädelhaufen, der macht 3 Schaden und der Spieler wirft eine Handkarte ab. Auch hier Hexerei, auch hier unten, ja. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass die hier drin sind. Für ein rotes und weißes 2-2, aber macht Sinn, das ist ein Draft-Booster. Ich habe ja 2-3 Draft-Booster aufgemacht. Auf Instagram habe ich das mal verlinkt. Ich habe 2-3 Booster bei dem Pre-Release-Kit gekriegt und die Booster waren immens strong und absolut krass und ich habe natürlich kein Video davon gemacht. Egal. Wir haben den Schmiedemeister. 2 Mana 2-2. Immer wenn eine andere Nicht-Spielstein-Kreatur stirbt und falls sie verzaubert oder ausgerüstet ist, bringen wir sie zurück auf die Hand. Kreaturenspielsteine, die man kontrolliert und die verzaubert oder ausgerüstet sind, erhalten mit 1-1. Das heißt, wir wollen so eine Mischung aus beidem haben. Das ist nicht schlecht. Und unsere Rare ist Kolvori. Göttin der Verbundenheit. 4 Mana 2-4. Solange man 3 oder mehr legendäre Kreaturen kontrolliert, erhält die +4/+2 in Wachsamkeit. Okay, dann ist die 4 Mana 6-6. Aber man braucht legendäre Kreaturen. 2 Mana tappen. Man schaut die obersten 6 Karten seiner Bibliothek an.
Bringt davon eine legendäre Kreatur gerade auf die Hand und den Rest unter das Deck. Das ist gut. Und ihre Rückseite ist Ringheart Fable. 2 Mana legendäres Artefakt. Wenn er ins Spielfeld kommt, nennen wir einen Kreaturentyp. Tappen, wir kriegen einen Mana, können wir aber nur für Kreaturenzauber mit dem Kreaturentyp oder legendäre Kreaturen benutzen. Ist nicht schlecht. Weil es im Endeffekt immer noch ein Mana-Stein ist. Und wir haben eins von diesen Doppelländern. Und einen vereisten Manalithen. Zeuge Mana, verschneites Spielstein-Artefakt. Ich weiß noch nicht mal, welche Karte das macht. Also das ist unsere Rare. Kolvori. So, dann. Ich mache heute mal ein bisschen langsamer. Ich will das ein bisschen genießen. Weil ich muss mir die Karten noch ein bisschen einprägen, weil ich muss damit gleich auch noch spielen. Und wie gesagt, ich habe, also gleich für mich jetzt gleich. Und wie gesagt, schaut bei den anderen rein, um zu gucken, wer gewonnen hat. Und was die so aufgemacht haben. Ich möchte, dass das wieder so eine richtig coole Aktion wird, wie wir es damals schon öfter gemacht haben. Und wenn ihr die Leute noch nicht kennt, guckt auch noch ein bisschen was von den Videos. Alles klasse Videos. Alles klasse Leute. So, Monsterfessel. Öffnet das Obenpfad hier mit Tibalt drauf. Hagelsturm Valkyre, oh mein Gott, ein Engelzauberer. 4 Mana 2-2, fliegend macht Trampel. Für 2 Mana kriegt die +2/+2, bis wenn das so ist. Okay. Harald, der gute Harald, König von Skemfa. 3 Mana 3-2 mit bedrohlich, das heißt, er kann nur von 2 der Mekatonen geblockt werden. Wenn er ins Spielfeld kommt, gucken wir die obersten 5 Karten unseres Decks an. Können dann einen Elf-Krieger oder Tyva-Karte offen vorzeigen, sie auf die Hand nehmen. Tyva ist der Planeswalker. Und für den Rest legen wir unter das Deck. Das ist ganz cool. Amulett des Riesen. 1 Mana Ausrüstung. Okay. Wenn das ins Spiel kommt, können wir 4 Mana bezahlen. Falls wir das tust, kriegen wir einen blauen Riesen mit denen ausgerüstet. Und der kriegt +0/+1 und hat Fluchsicher, solange es ungetappt ist. Ich hatte gerade ein bisschen Hoffnung für Ojedai. Ich habe gerade so ein bisschen drin gelesen, solange es getappt ist. Ah, das wäre schön gewesen. Aber auch so, keine schlechte Karte. Und unsere Rare ist Spiegelung von Lidyara. Die hat Palinkron hochgetrieben. 5 Mana Verzauberung, so wie die ins Spielfeld kommt, suchen wir uns einen Kreaturentyp raus. Und immer wenn ein Zauberspruch mit diesem Kreaturentyp kommt, also mit dem Typ, den wir ausgesucht haben, kopieren wir den. Das sorgt halt dafür, dass wir zum Beispiel 2 Kreaturen bei jedem Sliver ins Spiel kommen. Sau coole Karte. Richtig coole Karte. Verschneites Gebirge auch richtig hübsch. Und ein Zwerg-Berserker, den können wir vielleicht sogar gebrauchen für unser Deck. Ja, dann haben wir hier unsere Rare. Ich weiß jetzt nicht, ob der Herald noch was wert ist, aber ich weiß auch noch nicht genau, ob wir die Rares überhaupt einbinden. Das müsste ich nach dem Video direkt noch fragen, bevor ich es schneide, weil das wäre noch vielleicht interessant. So. Ah, Rabengestalt, saustarke Karte. Der Gipfel-Yeti. Wir haben eine Vorreiterin. 3 Mana 3-2. Die hatten wir schon. Oder? Hatten wir schon. Ja. Die hatten wir schon. Die bringt auf jeden Fall Kreatur mit der +1/+1 Marke rein, wenn Snowmana bezahlt wurde. Rune der Geschwindigkeit. 2 Mana. Man verzaubert eine bleibende Karte. Wenn die ins Spiel kommt, zieht man eine Karte. Oh mein Gott. Solange die verzauberte bleibende Karte eine Kreatur ist, erhält sie +1/+0 und Eile. Okay, also kann man eine Kreatur damit verzaubern. Oder, solange die verzauberte bleibende Karte eine Ausrüstung ist, hat diese Karte, man kann Ausrüstung damit verzaubern. Geil. Geil. Geiler Move. Hätte ich gern mehr von gehabt. Ich finde Runen geil. Mehr davon. Bitte. Bitte. Wow, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich die sehe. Diese Artworks. 3 Mana 2-4. Legendärer verschneidete Kreatur, Trollkrieger. Oh mein Gott. 3 Mana tappen. Man kriegt einen farblosen Mana-Lit-Spielstein mit Tappen, erzeuge ein Mana beliebiger Farbe. Aha. Wir haben ihn ja auch gezogen. Und für 8 Mana tappen, schauen wir die obersten 4 Karten der Bibliothek an und können Zauberspruch davon wirken, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. Das ist eine mächtige Karte. Und unsere Rare ist Reisender der Reiche. Ich wusste gar nicht, dass der hier drin ist. Der ist doch die Bayer Box-Promo. Seit wann sind denn Bayer Box-Promos wieder in Boostern? Naja, Reisende der Reiche. 3 Mana 2-3, Wandelwicht hat alle Kreaturentypen. Und wenn er ins Spielfeld kommt, so wird es Kreaturentyp raus. Und die oberste Karte unserer Bibliothek ist offen. Und man kann Kreaturenzauber mit diesem bestimmten Typ oben vom Deck wirken. Was echt cool ist.
Dann haben wir so ein verschneites Waldimne und noch ein Zwergberserker. Foils sind sehr wenige drin. Foils sind wirklich sehr, sehr wenige drin. Gerade jetzt im Vergleich zu den letzten paar Sets, wo gefühlt unendlich viele Foils drin sind. Dafür sind halt hier jetzt, finde ich, relativ viele wieder von denen hier drin. Naja, gucken wir uns mal weiter um. Komm schon. Helm der Draugur. 2 Mana, man kann 3 bezahlen, kriegt dann einen Zombie mit dem Helm dran und die ausgerüstete Kreatur hat +2/+2 bedrohlich. Und für 4 Mana ausrüsten. Das ist nicht schlecht. Von für 5 Mana einen 4/4 bedrohlichen zu kriegen, das ist okay. Rachsüchtiger Schnitter. Engel Kleriker. 4 Mana 2/3, fliegend Death Touch Eile. Mit Vorherbestimmen. What? Ich wusste gar nicht, dass Vorherbestimmen nicht nur blau-weiß ist. Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Auf jeden Fall ein cooler Engel. Und oh mein Gott, eine Eule. Vega, der Beobachter. 3 Mana 2/2 fliegend. Und immer wenn man einen Zauberspruch von irgendwoher außer der Hand wirkt, zieht man eine Karte. Zum Beispiel Fortell. Auch hier Commander Deck. Hammer. Zyklonbeschwörer. Was bist du denn? 7 Mana 7/7. Wenn er ins Spielfeld kommt und von der Hand gewirkt wurde, bringen wir alles außer Riesen, Zauberer und Länder auf die Hand zurück. Okay. Wahrscheinlich eher etwas schwächer. Verschneite Insel. Sehr hübsch. Magic Arena jetzt auch per Handy. Geil. Ja, das sind so Rare. Okay, bin ich noch nicht so hart begeistert. Und schon das letzte Booster, beziehungsweise für euch wahrscheinlich endlich das letzte Booster. Wir haben sehr viele coole blaue Karten und wir haben sehr viele coole schwarze Karten. So ein bisschen weiße Karten tatsächlich. Dementsprechend würde ich aktuell... Jawohl. In Deutsch heißt es echt Jawohl. Im Englischen heißt es Avu. Kartenspiel. Hübsch. Hübsch. Okay. Entwurzelte Eibe. 5 Mana, 5/4. Wenn ihr stirbt, durchsucht eine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit Widerstandskraft von 6 oder mehr und nimmt sie auf die Hand. Das ist nicht schlecht. Ein Baumhirt. Ich habe ewig keinen Baumhirten mehr gesehen. Zweifacher Treffer. 2 Mana, Spontanzauber. Und wenn in diesem Zug ein Spontanzauber, wenn du in diesem Zug deinen nächsten Spontanzauber oder deine nächste Hexerei mit umgewandelten Mana kosten 4 oder weniger wirkst, kopiere ihn. Du kannst neue Ziele bestimmen, auch hier mit Vorherbestimmen. Also Vorherbestimmen gibt es tatsächlich in mehreren Farben. Für 2 Mana Copy oder halt irgendwann für ein rotes Copy, das ist stark. Das ist echt stark. Göttliches Gambit. Haben die einfach Gambit nicht übersetzt? What? 2 Mana Hexerei, man schickt ein Artefakt, eine Kreatur oder eine Verzauberung eure Wahl ins Exil. Und der Spieler, von dem wir das exiliert haben, kann eine, also vom Gegner ins Exil. Und der Spieler darf eine Kreaturkarte aus der Hand ins Spiel bringen. Warum haben die denn Gambit nicht übersetzt? Das ist falsch. Glorreiche Beschützerin, 4 Mana 3/4 aufblitzend fliegend. Wenn ihr ins Spiel kommt, kannst du eine beliebige Anzahl an Nicht-Engel-Kreaturen, die du kontrollierst, in Exil schicken, bis ihr das Spiel verlässt. Mit Vorherbestimmen. Oh mein Gott. What? Ach, die du kontrollierst, aber trotzdem. Mit What? Wir können die einfach für 2 Mana weglegen und jederzeit für 3 Mana rufen, um alle unsere Kreaturen vor einem Mass Removal zu schützen. What? Ein Vogel und ein Sumpf. What? Also die muss doch mindestens was sein. Ich habe keine Mythic gezogen. Ich habe, glaube ich, keine einzige Folge gezogen, außer halt die da. Das ist ein Strangest Brewery Skill. Aber ja, ich werde jetzt daraus was basteln gehen. Ihr habt mir lange genug zugeguckt. Jetzt ist schon ein schwarzer Bildschirm. Hier seht ihr, was ich bekomme, wenn ich das Set jetzt, Stand heute, auf Card Market verkaufe. Und ich freue mich drauf zu sehen, was die anderen aufgemacht haben und wie viel Value sie rausgezogen haben und wer das Ding dann gewonnen hat. Hier nochmal die Verlinkungen zu den anderen Channels, beziehungsweise die kleinen Bildchen. Die Verlinkungen sind unten in den Kommentaren, beziehungsweise nicht Kommentaren, in den Beschreibungen. Entschuldigung, in den Beschreibungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.